Hallöchen, liebe Bastelfreunde, und herzlich willkommen hier zu einer neuen Videofolge Transformers Optimus Prime, nämlich mit den Ausgaben 9, 10 und 11. Wir werden heute am rechten Fuß noch ein paar letzte Details anbringen und dann auch schon mit dem rechten Oberschenkel anfangen. Was genau, zeige ich euch gleich in einer Aufnahme. Ihr lasst gerne noch ein kostenloses Abonnement, einen Daumen nach oben und gerne noch einen Kommentar hier auf dem Video. Da! So, in der Ausgabe 9 brauchen wir als erstes mal unseren Fuß wieder, ne, den rechten, und haben jetzt hier die nächsten Bauteile. Die können wir mal alle auspacken. So, hier sind da ein paar größere Schrauben dabei. Hier ist noch, müsst ihr aufpassen, ein kleiner Steckstift dabei. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Als erstes stecken wir das Teil Nummer 2 einmal jetzt hier rein. Machen hier eine Schraube HP rein. So, das Teil wiederum setzen wir jetzt hier an die Konstruktion an, und zwar hier an den freien Port Nummer 2. So, den stecken wir hier auf und machen hier eine Schraube FP rein. So, das wiederum soll jetzt mit IP-Schrauben am Fuß befestigt werden. So, einmal da, und dann gibt es hier diese zwei Schraublochaufnahmen. Einmal und noch eine zweite Schraube IP. Okay, so, jetzt brauchen wir hier diese zwei Zahnradteile und eine Schraube IP und bringen das Ganze hier an. Das kleine Zahnrad sollen wir nachher hier oben gleich einstecken, und das große wird hier an dem unteren Schraubloch befestigt. Stecken wir da rein. Okay, so, dann das einmal abstellen. Dann nehmen wir uns die Bohrgruppe vor und stecken jetzt das Bauteil mit Hilfe des Stiftes einmal hier unten rein. Thank you.
Ja. Und montieren das Ganze jetzt mit Hilfe von EM-Schrauben. Hier. Okay, dann brauchen wir dieses Bauteil noch und sollen das jetzt noch hier drauf befestigen mit zwei Stück IP-Schrauben und benötigen dann im nächsten Schritt, das muss ich aber erst noch holen, das Rad aus der Ausgabe 6. So, einmal das. So, dann haben wir jetzt hier das Rad. Dann, das können wir jetzt hier einmal auf diese Kugellagerung da aufklipsen. Und können jetzt hier quasi mit diesem, wo wir vorhin den Stift reingemacht haben, das Bauteil einmal hier so rumklippen, damit das Rad da quasi einmal gehalten wird. Damit haben wir hier schon mal den ersten Fuß mit Rad jetzt dran, ne? Und können damit jetzt schon zur Ausgabe Nummer 10 springen, wo wir jetzt mit den ersten Bauteilen fürs rechte Bein anfangen. Und da soll man als erstes das Bauteil hier mit den Goldfarben hier oben in die Kugelaufnahme einklipsen. So, dann kommt diese Abdeckung hier drauf. Anschließend dieses Detail hier oben drauf. So, und jetzt haben wir noch hier einmal die Aufnahme, die wir jetzt hier noch mit zwei der beigefügten Schrauben noch hier innen befestigen. So, und wenn wir uns jetzt einmal hier das Bild angucken, dann
sehen wir zumindest, an welcher Position wir anfangen. Und zwar hier oben am Beckenknochen oder hier am Oberschenkel. Ja. Finde ich hier mal optisch, grafisch, optisch gut dargestellt in der Grafik, welche Bauteile man denn hier schon bereits jetzt alle hat. Ne? Sehen wir ja hier einmal ein Stück Brust, den Kopf, den einen Fuß, den wir gerade eben gemacht haben, und jetzt angefangen hier das, den Oberschenkel. So, Tüte Nummer 11. Fällt als erstes auf, dass hier oben ein Schraubbeutel hier oben unter der Pappe versteckt ist. Also da auch wieder, wenn euch Schrauben fehlen, guckt immer gerne unter den Pappreitern. Okay, so. Wir brauchen jetzt einmal die Baugrube von eben. Brauchen eine PP-Schraube. Und befestigen das Ganze einmal hier an dieser Trommel. Und zwar hier von außen. War das hier bis so aufgesteckt? So, dann kommt dieses Gelenk einspurig hier innen hinein. Das Ganze wiederum wird jetzt hier mit dieser Aufnahme hier oben eingesetzt. Dann kommt diese Halterung darüber. Ach, man muss das hier vorne fixieren. Jetzt kriege ich Wunder, warum das jetzt locker ist. Aber da kommt ja noch eine FM-Schraube rein. So. Das machen wir doch eben. So, das Ganze jetzt hier drauf. Diese Halterung hier drüber. Und mit zwei Stück BM-Schrauben befestigen. So. Okay, dann kommt jetzt hier noch der Deckel einmal drüber und wird jetzt noch mit 1, 2, 3, 4, 5 Stück BM-Schrauben einmal festgezogen. So, ihr Lieben, damit sind wir erstmal durch. Ne? Das ist jetzt hier der rechte Fuß mit dem Rad aus der Ausgabe 6, glaube ich. Und dann angefangen der erste Oberschenkel oder erste Oberschenkelteil. Und in dem Sinne, schaltet einfach zur nächsten Videofolge wieder rein, wenn es hier weitergeht mit dem Optimus Prime. Und bis dahin sage ich erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.